Allgemeinanästhesie, darunter verstehen wir die Ausschaltung des Bewusstseins und dadurch ermöglichen wir, dass Operationen stattfinden. Das Bewusstsein schalten wir aus mit besonderen Medikamenten. Wir sorgen dafür, dass die Patienten schmerzfrei sind. Und in vielen Fällen relaxieren wir unsere Patienten. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Muskeltonus nachlässt, sodass bestimmte Operationen dadurch erst möglich werden. Unter Regionalanästhesie verstehen wir die Möglichkeit, besondere oder bestimmte Regionen des Körpers selektiv auszuschalten. Das heißt, dort eine Operation zu ermöglichen, ohne dass wir das Bewusstsein beeinträchtigen. Also zum Beispiel kann man einen Bruch an der Hand operieren. Und wir können uns währenddessen mit dem Patienten die ganze Zeit unterhalten. Der Patient kann Musik hören oder ein Video gucken. Also das Ausschalten von besonderen Regionen des Körpers, das verstehen wir unter einer Regionalanästhesie. Unter Rückenmarksnahanästhesie verstehen wir einmal die Periduralanästhesie, die vielleicht viele Frauen von der Geburt kennen, von der Schmerzerleichterung der Geburt. Und wir unterscheiden die Spinalanästhesie. Spinalanästhesie und Periduralanästhesie unterscheiden sich an dem Ort, wo wir sie setzen, sind aber sehr miteinander verwandt. Eine Spinalanästhesie ermöglicht zum Beispiel eine richtige Operation wie den Kaiserschnitt. Eine Periduralanästhesie setzen wir sehr gerne ein zur Schmerzerleichterung, zum Beispiel unter der Geburt, aber auch bei anderen großen Operationen. Thank you.